Guten Morgen Deutschland. Ich war gestern beim Vegan Brunch mit Personen, die ich bis dato nicht kannte und möchte euch gleich einfach mal die Reise in Bild und Ton präsentieren. So, es ist mal wieder soweit. Ich bin auf dem Weg in die weite große Welt und diesmal geht es zu einem Vegan Brunch. Und zwar ist es ein Vegan Oktoberfest Brunch. Da sollte jeder so ein bisschen was Oktoberfestmäßiges, Veganes mitbringen. Und das ist natürlich nicht ganz so leicht. Und dann wurde gefragt, wer was mitbringt. Und ich habe dann relativ schnell mich auf den Weißkohlsalat gestürzt. Weil ich glaube, das ist so das Einzige, was mir einfällt, was vegan ist. Also vielleicht Brötchen oder Brezeln oder sowas. Aber ja, da ich ja eh lieber Rohkost esse in letzter Zeit, wollte ich, ja, ist mir außer dem Weißkohlsalat nichts eingefallen, was ich hätte machen können. Und dann mache ich eben einen, weil ich ja nicht ganz so schnöden Weißkohlsalat anbringen will, dann mache ich einen Weißkohl-Zedernuss-Salat. Das ist genau dasselbe Rezept, was ich quasi oben verlinke, ist mal in den Infokarten. Und das mache ich jetzt in Großform. Und dazu habe ich noch ein paar frische Bananen mitgebracht. Das passt natürlich überhaupt nicht, aber ich habe so ein bisschen, ja, die Befürchtung, dass es, was Obst angeht, da nicht so wird. Also das scheint so eine richtige, ja, eine vegane Sache zu sein, so eine vegane Sache so mit Seitanwürstchen und solche Sachen halt. Und ja, da habe ich mir lieber ein paar Bananen mitgebracht, weil, und den Weißkohlsalat, und wer dann wohl bei allem mal kosten, wie sich gehört für einen anständigen Gast, das überall mal kosten, dachte A, O oder eben dann I. Aber generell, ja, gehört sich das für mich einfach so, wenn ich irgendwo da bin, überall mal zu kosten, zumindest wenn es meinen ethischen Ansprüchen genügt. Und ja, und dann aber trotzdem was Frisches zu haben, und mit diesem Weißkohlsalat, da habe ich richtig was. Und aber meistens ist es ja so, wenn du dann kommst und du bist derjenige, der das Gesunde mitgebracht hat, ist das Gesunde meistens immer zuerst alle, diese leckeren Sachen. Und die ganzen, weiß ich nicht, Würstchen und Buletten und das alles, das ist eigentlich nicht so gut. Wobei ich sagen muss, normalerweise bei den veganen Sachen, bei den veganen Treffen, wo ich immer hingehe, da ist der Anteil an Frauen immer sehr hoch. Und nicht, dass es ein Grund wäre, warum ich da hingehe, ich bin ja in festen Händen. Aber ja, ich mag Frauen, also ja. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt sind halt nur Männer da, also fast nur Männer. Bei der Anmeldung habe ich gesehen, es sind fast nur Männer, weil das wird danach eine Oktoberfestparty, wo auch Fleischesser kommen und so weiter, was dann so richtig partymäßig abgeht. Weiß nicht, ob ich da noch da bleibe. Tendenziell wahrscheinlich eher nicht, weil ich noch ein bisschen was zu tun habe. Aber ja, das ist mir aufgefallen. Ansonsten, ich kenne dort keine Sau. Also ich habe schon gemerkt an den Kommentaren untereinander, dass die Leute sich so ein bisschen kennen, aber ich kenne da keinen. Und vielleicht gibt es da noch jemanden, der komplett neu dazu kommt, weil das war ja eine relativ öffentliche Sache, die sozusagen, ja, durch Facebook ging. Aber das sind insgesamt, glaube ich, 10 bis 20 Leute, also nicht viel. Und da bin ich mal gespannt. Aber solche Sachen sind einfach immer das Geilste. Du kennst gern, gehst dahin, bist ein bisschen aufgeregt, so ein bisschen angespannt und lernst halt neue Menschen kennen. Und ja, ich freue mich schon total. Wie gesagt, hier ist mein Weißkohlsalat drin, Stil echt in der Metro-Tüte. Und ja, und dann werde ich euch berichten. Und vielleicht kann ich dort die ein oder andere kleine Impression mit filmen. Ich weiß nur nicht. Weil jeder reagiert auf Kameras anders, und deswegen werde ich die Kamera dann erstmal wegstecken, wenn ich reingehe, und dann öffnen, dann beziehungsweise fragen, ob es jemand das ausmacht, wenn ich so die Gerichte mal abfilme oder so weiter. Und naja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, mal sehen, ob es noch ein Video gibt. Bis gleich. So, alle beide? Ja, beide. Da drüben auch? Da stehen die Kinder auch, ja. Okay. Und jetzt aufsitzen! Ja, alles klar, ich hab's schon verstanden. Hier schon gesessen. Also folgendermaßen, es ist jetzt so, dass der Zug mich dort lang fährt,
wo er langfahren sollte, beziehungsweise er Verspätung hatte. Und entsprechend ja, irre ich jetzt durch die Stadt mit Straßenbahn. Es ist jetzt schon viertel nach dem Zeitpunkt, wo es dort sein sollte. Und das kotzt mich natürlich an. Weil ich bin ein Typ, der ja, eigentlich so gut wie nie zu spät ist. Und ja, heute bin ich zu spät und kotzt mich jetzt schon dermaßen an. Aber na, ich hoffe, ich komme irgendwann an. Jetzt habe ich es dann endlich geschafft, ich bin angekommen und ja, sehe ich voll zum Kotzen. Ja. Über eine halbe Stunde bin ich jetzt zu spät und wie gesagt, die Leute kennen sich, ich kenne die nicht und ne, ja, entsprechend, das gefällt mir nicht, also naja, aber es ist halt wie es ist. Ne? Früher, wo ich noch ein Auto hatte, wäre das nicht passiert, aber jetzt öffentliche Verkehrsmittel, naja, also doch wieder ein Auto kaufen. Back to dudes. Nee, Quatsch. Aber naja, ein bisschen unangenehm ist es schon. Na, wir werden sehen. Ich werde euch berichten, wie es dann gelaufen ist. Ob sie mich noch reingelassen haben. So, wir sind jetzt hier wir machen also jetzt alles korrekt, jetzt wird alles korrekt bezeichnet, das ist jetzt die Special Extended Version. Das ist ein Weißkohl-Zeternuss-Salat mit Zeternüsse mit Rohkostqualität, ein geiles Aroma, der beste Weißkohl-Salat, den es überhaupt gibt. Das hier sind Seitan-Stücke, die sowieso extrem lecker sind wahrscheinlich. Das ist ganz normaler Kraut, Eisbergsalat. Das sind Pita-Brot, also Pitas, genau. Das ist normales Brot, auch Brot. Was ist das? Ich frage einfach mal die Runde. Vegetarischer Obersta. Zwischenfrage, welcher Obersta ist nicht vegetarisch? Nee, aber der ist vegan, meine ich, deswegen sage ich vegetarisch. Also normaler Obersta. Okay. Okay, das ist? Ja, das Hummus. Ist das, das ist Hummus. Hummus. Und das ist eben nicht Hummus, sondern das ist? Ist es drin, was drauf ist. Das sind Cashew, getrocknete rote Tomaten und Auberginen, genau. Okay, das hier ist ein Fruchtsalat. Ja, eine Pflaumensuppe mit Teigklumpen. Mit Teigklumpen, wenn das nicht lecker ist. Das ist nochmal, oder? Weil da jetzt Auberginen drin, was drauf ist. Auberginen, Oliven und Frühlingszwiebeln. Ja, die grünen Dinger sind Zucchinis. Ja. Ach so, Zucchinis, okay. Ja. Und dann haben wir hier noch Tabouli? Tabouli? Heißt es nicht Tabouli? Ja, egal, ja. Ist aber fachmännisch gemacht. Und hier, last but not least, haben wir ein leckere Zwiebel-Apfelschmalz, also vegan natürlich. Einen veganen Zwiebel-Apfelschmalz. Jo, und das gibt's jetzt zu essen und das lassen wir uns jetzt schmecken. Alle sind hier in Trachten, aber ich filme mal nicht, weil ich nicht weiß, ob der ein oder andere aufs Video drauf will und sich einem Millionenpublikum schon wirklich stellen möchte. Ja, wieder in der Heimat gelandet und ja, dass ich zu spät gekommen bin, wurde quasi gar nicht realisiert, weil der Gastgeber gerade eine Bierflasche irgendwie in den Kühlschrank hat fallen lassen und die Glasplatte vom Kühlschrank ist einfach so zerbarst quasi und ich bin reingekommen und quasi in der Wohnung war eine Bierlache. Von daher ja, war es eigentlich gar nicht so ja, unangenehm, wie ich das hätte, also zumindest mir war es ja unangenehm, dass ich zu spät gekommen bin, aber den Leuten ist es quasi gar nicht aufgefallen. Und das ist auch wieder mal so ein Punkt, ne? Man macht sich da Gedanken, dass man zu spät, ich habe mich richtig geärgert und ich denke, man hat das auch auf dem Video gespürt, gemerkt und ich habe es glaube ich auch gesagt, aber es war letztlich dann überhaupt nicht, ja, die hat keiner realisiert, dass ich zu spät gekommen bin und ich war nicht mal der Späteste, obwohl ich über 30 Minuten zu spät gekommen bin, unfassbar. Und ja, letztlich, ja, war alles wunderbar. Die Runde war relativ klein, sage ich mal, es waren 10 Leute ungefähr und war aber sehr sympathisch, es war keiner dabei, der mir unsympathisch war, obwohl eine Skorpionfrau zugegen war. Aber ja, in letzter Zeit treffe ich irgendwie häufiger Skorpione, die mir wohlgesonnen sind, vielleicht, weiß ich nicht, gutes Karma oder keine Ahnung, auf jeden Fall war es alles sehr nett und ja, und das ist genau das, was ich gesagt habe, bevor ich das Video gedreht habe, gestern habe ich darüber gesprochen, dass wenn man neue Leute kennenlernt, dass wieder neue neurologische Netze gebildet werden. Und ja, und das ist genau auch wieder der Fall gewesen. Man hat neue Gespräche gemacht, neue ja, Erkenntnisse und ja, und es ist auch so, dass auch von der finanziellen Seite hat sich das sogar gelohnt, potenziell zumindest, weil man ja auch wieder neue Menschen kennengelernt hat, die einen dann weitervermitteln. Was alles zum, jetzt im Bereich von meinem Coaching, also was ich mache, ja, Motivationstraining, Flirtcoaching und so weiter, da habe ich wieder ein paar Interessenten gefunden. Das war überhaupt nicht geplant, das war überhaupt nicht, ja,
Das kam zur Sprache, das Thema, was machst du eigentlich? Ne, und dann sage ich halt, dass ich halt Coach bin und verschiedene Sachen coache und ah ja, da kenne ich jemanden und ja, oder man selber. Und letztlich führt das dann als Nebeneffekt von so einem Brunch dazu, dass man halt wieder Einnahmen generiert oder potenzielle Einnahmen. Und deswegen lasst euch auf neue Dinge ein, es ist wirklich einfach nur sinnvoll. Und es ist ganz, ganz selten, dass da was Negatives übrig bleibt. Ich hatte das noch nie, dass ich irgendwas probiert habe, im normalen Bereich, sage ich mal, und habe es danach bereut. Also von daher, auf in die neue Welt. Ja, und auch jetzt kann ich nur noch einmal unterstreichen, auf in die neue Welt. Weil die neue Welt ist die Welt, die auch euch erneuert. Jedes Mal, wenn ihr neuen Input bekommt, muss euer Gehirn das verarbeiten. Und das, was euch ausmacht, euer Ich, das verändert sich dadurch. Also wenn du Bock hast auf Veränderung, mach einfach neue Dinge. Egal was es ist, du kannst als Mensch sowieso nicht überblicken, was die Auswirkungen und die potenziellen Chancen sind. Nimm dir die Zeit aus deinen alten Gewohnheiten auszubrechen und einfach etwas zu tun, etwas Neues zu tun, das zu tun, was du sonst nicht tun würdest. Und dann, wenn das Event, die Aktion oder der Kontakt vorbei ist, dann schau und überlege einmal, was du Neues erlebt hast, welche neue Inspiration du bekommen hast, welche neue Gedanken sich in dir formen und was für eine neue Welt sich in dir aufbaut. Eine Welt, die durch deine Initiative geweckt wurde und die dir eine potenziell viel breit gefächertere Auswahl an Aktionen offeriert, um eben deine Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Ich animiere euch nur wirklich noch einmal, verbindet euch mit Menschen und geht unter Menschen. Einfach so, ohne Sinn und ohne Absicht. Und wenn ihr das einmal gemacht habt und erkennt, wie euer Leben geboostet wird, dann macht ihr das immer wieder und ich garantiere euch, das Leben ist viel, viel geiler mit vielen Kontakten und neu entstehenden Freundschaften als das Leben, was ihr jetzt kennt. Weil ihr so auch die Prägung eures Umfelds viel besser durchstoßen könnt und auch viel besser zu dem werden könnt, was ihr wollt, was ihr in euch spürt, wo euch aber der Anstoß fehlt. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen tollen Sonntag und ich freue mich, euch morgen zum Start der Woche auch wieder hier zu sehen. Bis dann, euer Christian. Tschüssi.